Willkommen zurück bei Fallout 4. Ja, wir sind hier immer noch in diesem Gedankenpuff, sage ich jetzt mal. Und sind gerade aus dieser Maschine wieder ausgestiegen. Nachdem wir in Kelloggs Gedanken rumspaziert sind. Warte mal, hier liegt noch ein bisschen Kram rum. Nett. Nehme ich doch glatt mal mit. Jetzt werde ich gleich nochmal den Nick suchen. Der ist schon mal vorgegangen. Nachdem ich hier alles geklaut habe. Nette Sachen liegen hier rum. Die stecke ich natürlich ein. Nicht wahr, Doktor? Du siehst nichts. Kate gefällt das ja sowieso. Und meine Powerrüstung nehme ich natürlich auch wieder mit. Ganz wichtig. So, dann gucken wir doch mal, wo der Nick hin ist. Hier hoch zur Puffmutter. Oder geht's ja noch weiter hoch? Moment. Vielleicht gibt's ja noch was Schönes zum Looten. Oh. Da darf ich wohl nicht ran. Und da auch nicht. Na gut. Ich will erstmal nichts klauen, sonst regt sich die Puffmutter auf. Die Höhle der Erinnerungen nimmt derzeit keine neuen Kunden an, Schätzchen. Nee, ich war schon, danke. Ich wurde schon gemindfuckt. So. Guck mal, was der Nick hat. Nick! Hoffentlich hast du gefunden, was du in meinem Kopf gesucht hast. Ich hatte recht. Ich hätte dich töten sollen, als du eingefroren warst. What? Das ist doch Kellogg, der da labert. Kellogg? Bist du das? Was? Wovon redest du überhaupt? Lol. Du hast dich wie Kellogg angehört. Ja? Amari meinte, es könnten noch mnemonische Eindrücke vorhanden sein. Ich fühle mich auf jeden Fall gut. Gehen wir. Ich könnte auch zurück nach Diamond City gehen. Du hast ja schon Gesellschaft. Ja, ich reise auch mit Kate weiter. Wir sehen uns, Nick. Viel Glück da draußen. Du weißt, wo du mich finden kannst. Okay. Draußen geht's wieder nach Good Neighbor. Da könnte man sich ja auch nochmal ein Rundchen umschauen. Lass mich raus. Ach nö, jetzt ist der Nick wieder schneller gewesen. Lass mich raus. Ah, jetzt. Hat er wieder die Tür versperrt. So. Also wir wissen jetzt von diesem Wissenschaftler, den das Institut sucht. Dieser Runner, dieser Blade-Verschnitt. Hat den ja gesucht. Jetzt müssen wir den mal vor dem Institut finden, denke ich mal. Vielleicht hat der ja noch ein paar interessante Infos drauf. Ich meine, wenn die den so dringend suchen und umnieten wollen, weiß der bestimmt irgendwas Hübsches. Sollte man zumindest von ausgehen. Ja, ich nehme das Ganze hier auf. Heute ist Silvestertag. Deswegen habe ich ein bisschen früher angefangen aufzunehmen, sonst habe ich das Geböller im Hintergrund. Von den Leuten, die es nicht abwarten können. Ich weiß, dass ihr alle euer eigenes Ding macht, aber ich will nicht, dass ihr darüber vergesst, was wirklich wichtig ist. Hey Daisy, schön, dass du gekommen bist. Wie geht's, meine Mädchen? Habe ich dich nicht letztens bei einem Date mit Morawski gesehen? Hätte er wohl gern. Okay, okay, wir kommen vom Thema ab. Wo war ich? Ah ja, was wirklich wichtig ist, wir Freaks müssen zusammenhalten. Und das geht am besten, wenn wir darauf achten, was uns auseinandertreibt. Versteht ihr? Ja, so sieht's aus, Hancock. Also, was in unserem großen, netten Commonwealth
will uns auseinandertreiben. Was für ein bösartiges, gefährliches Schreckgespenst will unserer friedlichen Gemeinschaft schaden? Das Institut und seine Synths! Ganz genau. Wer hat das gesagt? Komm nachher in meinem Büro vorbei. Du hast dir etwas Jet verdient. Das Institut. Das ist der wahre Feind. Nicht die Raider, nicht die Supermutanten, nicht mal diese Penner drüben in Diamond City. Ich weiß nicht, Hancock. Ich würde McDonald's schon gern mal in den Arsch treten. Hey, ihr wisst alle, dass ich meinen ganz persönlichen Streit mit dem Idioten habe. Aber wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Ich will, dass ihr alle das Institut im Hinterkopf behaltet. Passt auf, ob sich jemand plötzlich komisch verhält. Ob jemand Dinge tut, die ihr normalerweise nicht tut. Ob Verwandte euch plötzlich ohne Grund nicht mehr sehen wollen. Wir alle wissen, wer hinter dieser Art von Scheiße steckt. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist zusammenzuhalten. Sie können uns nicht kontrollieren, wenn wir keine Angst haben. Also, wer hat Angst vorm Institut? Wir nicht! Und mit welcher Stadt im Commonwealth sollte sich das Institut besser nicht anlegen? Good Neighbor! Und wer hat den Good Neighbor das Sagen? Hancock! Aus dem Volk! Das Volk! Halt die Klappe während der Rede. Wer auch immer diese stählerne Bruderschaft ist, diesen Schwachsinn von wegen, wir kommen in Frieden, kaufe ich denen nicht ab. Oho. Ja, aber coole Ansprache. Hier vom Bürgermeister Hancock. Kann ich mich nochmal mit dem unterhalten oder lassen die mich da nicht rein? Eine Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Ist ja gut. Eine Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Ist gerade schon mal gesagt. Mehr sag ich nicht. Ich darf wohl da rein. Vielleicht darf ich nochmal mit dem Hancock labern. Vielleicht hat er ja irgendeinen Auftrag für mich. Wenn der so gegen das Institut wettert. Könnte sein, dass der da was vorhat. Wo ist er denn? Da ist er. Mann, ich hab schon eine Menge verrückten Scheiß gesehen. Aber ein Fliegenschwert. Eine neue Spielfigur in Good Neighbor. Hallo, kleiner Bauer. Willkommen zu unserem lustigen Spielchen. Fahrenheit heißt die Dame. Okay. Echt schade wegen Finn. Wird mir fehlen, wenn der nächste Supermutantenangriff kommt. Na gut, was kann ich für unseren Neuankömmling tun? Ich frag mal. Hast du da gerade vom Institut gesprochen? Hat dir meine kleine Ansprache gefallen? Mach ich immer mal wieder, falls sie zuhören. Ich will, dass diese Sündmacher wissen, dass Good Neighbor tabu ist. In meiner Stadt wird niemand ausgetauscht. Aber hey, wir hatten doch gerade darüber gesprochen, was du brauchst. Also, wieso bist du hier? Mal aushorchen. Was ist mit dir, Hancock? Was ist deine Geschichte? Ach, mein Lieblingsthema. Ich bin vor wohl schon 10 Jahren in die Stadt gekommen. Damals hatte ich noch glatte Haut. Während ich dabei war, mich zu einer Säule der Gesellschaft zu machen, hatte ich diese wilden Anfälle. Ich war noch jung, hab sämtliche Camps geschluckt, die ich finden konnte. Je exotischer, desto besser. Irgendwann habe ich dann diese Strahlungsmedizin gefunden. War einzigartig. Und es war nur noch eine Dosis übrig. Oh Mann, der Rausch war's echt wert. Ja, jetzt muss ich mit den Nebenwirkungen klarkommen, aber hey, was gibt es Schlechtes an Unsterblichkeit? Eigentlich ist er ein Idiot. Du bist unsterblich? Naja, nicht wirklich. Ghule altern nur sehr, sehr langsam. Hat vielleicht was mit der Strahlung zu tun. Wer weiß. Diese ganzen Camps haben dich jedenfalls bestens auf eine Karriere in der Politik vorbereitet. Du solltest dich nicht über die Sucht anderer Leute lustig machen. Sie können doch nichts dafür. Die Leute respektieren mich, weil ich mich nicht über sie stelle, okay? Ich werfe Zeug ein. Genau wie alle anderen auch. Und bevor du mich jetzt noch runterziehst,
Kann ich irgendwas anderes für dich tun? Bin auf der Suche nach Arbeit. Arbeit, was? Pass auf, ich will, dass du was für mich aufklärst. Es gibt eine Menge seltsames Gerede über die Galerie Pigman. Das da oben ist Raider-Gebiet. Aber in letzter Zeit waren sie ziemlich ruhig. Ungewöhnlich ruhig. Schau dich da mal um und erstatte mir dann Bericht. Kann ich machen, aber ich will Kohle. Ich hab vielleicht Interesse, aber lass uns erstmal übers Geld sprechen, Hancock. Hör auf zu feilschen. Shit. Weißt du, was ich denke? Du bekommst den Standardlohn von 200 Kronkorken. Nimm an oder lass es. Och ja, 200 sind gar nicht so wenig. Die Galerie Pigman abchecken. Alles klar. Cool. Aber sei gründlich, okay? Ich zahle nicht, wenn du nur mal einen kurzen Blick riskierst. Du musst rausfinden, was da wirklich abgeht. Heieiei. Immer gleich diese komplizierten Sachen. Dann will er sich nicht mal was extra aus den Rippen leiern lassen. Und mein Charisma ist auch scheiße. Wer ist die Rothaarige? Sie hat diesen "Ich stech dir mit einem Schraubenzieher die Augen aus" Look. Genau wie meine Alte. Ja, auf die musst du aufpassen. Auf die Kate. Wieso steht da Exit und da ist das Ausgangszeichen? Keine Ahnung. Gibt's auch noch einen Hinterausgang, was? Ich gehe jetzt mal hier raus. Ich glaube, da bin ich auch reingekommen. Nö, bin ich nicht. Oder doch? Ich erinnere mich nicht. Oh. Hat sich aber anders als er verhalten. Das Institut denkt, es könnte Leute in dieser Stadt durch Sünds ersetzen? Das werden wir ja sehen. Was soll ich nur seiner Mutter sagen? Hey, nur die freundliche Wache aus der Gegend, die die Spione des Instituts erschießt, sobald sie auftauchen. Ein Sünd. Das war tatsächlich ein Sünd. Egal, ich loote den. So. Meins. Das ist Third Rail. Oh, ich glaube, ich auch noch nicht. Willst, musst du dich einer Crew anschließen? Ich habe gehört, dass Bobby nasenlos Leute sucht. Gib bei ihr immer einen Haken, aber sie zahlt. Ich gehe jetzt erstmal hier rein. Sprich mit Bobby. Gerade eine neue Quest gekriegt im Vorbeigehen. Jetzt schauen wir erstmal hier in dieses Third Rail rein. Keine Ahnung, ob das noch eine Kneipe ist oder. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Das ist nett, danke. Ich renne hier überall mit meiner Power-Rüstung rein. Egal. Was? Wieder einer von euch Söldnern auf der Suche nach MacCready? Er ist im Hinterzimmer. MacCready, Hinterzimmer? Moment. Mann, ich liebe dieses Lied. Gamlos? Wow, das nenne ich mal Rüstung. Sieh dir nur mal diese Hydraulik an. Hey, wir haben Bier. Und wenn du kein Bier bestellst, dann bist du hier falsch. Ja, komm, gib mir mal. Moment. Wer ist die Sängerin? Das ist Magnolia, die Blume des Third Rail. Wenn du mehr über sie wissen willst, musst du sie schon selbst fragen. Also, willst du jetzt was bestellen? Ja. Wir schauen nochmal. Scheiße, dann entscheid dich. Ich will Charlie. Bestell jetzt was. Oder halt für immer deine verdammte Klappe. Du gibst mir ja nichts. Das Third Rail. Ist das dein Laden? Was? Nee, Mann. Der Laden gehört Hancock. Der alte Charlie sorgt nur dafür, dass der Boden sauber ist und die Drinks schmutzig sind. Also, willst du jetzt was? Ist das ein irischer Barkeeper oder was? Komm mal her. Ich schau mal, was du hast. Bezahlt wird sofort. Anschreiben lassen ist nicht. Ja, komm, gib mir mal ein Bier. Vielleicht bist du dann gesprächiger. Jetzt, wo dein
paar getrunken hast, hätte ich ein Angebot für dich. Ich brauche einen verdorbenen Jungen für einen schmutzigen Job. Blut und Leichen auf der Straße. So was in der Art. Interesse. Na klar. Klingt gut. Ich habe einen Kunden, der anonym bleiben will. Er bietet ordentlich Geld für einen Ausputzerjob. 3 Orte. Alle Personen dort. Keine Zeugen. Der Haken? Ist alles in der Stadt, in den alten Lagerhäusern. Daher sind meine sonstigen Leute raus. Wäre zu auffällig. Und da kommst du ins Spiel. Es gibt 200 Kronkorken. Bezahlung nach dem Job. Und keine Sorge. Ich bekomm schon mit, wenn du die Sache erledigt hast. Na klar, aber erstmal versuche ich ihm noch ein bisschen was aus den Rippen zu leiern. 3 Orte? Das frisst eine Menge Zeit. Und Kugeln. Jetzt hör mal zu. Boah, ich feilsch hier nicht mit einem hergelaufenen Söldner rum. Der Kunde bietet 200 für den Job. Also bekommst du auch 200. Ich könnte mal fragen, wer der Kunde ist. Wahrscheinlich schlägt es wieder fehl bei meinem geilen Charisma-Wert. Ich arbeite nur, wenn ich weiß, wer die Rechnung bezahlt. Geht dich nichts an. Also, willst du jetzt den Job oder was? Ein Versuch was wert. Aber wir machen das natürlich auch so, wenn es eh in der Stadt ist hier. Ich erledige das. Auf jeden Fall. Also los mit dir. Du musst ein paar Leute wegputzen. Ganz genau, good neighbor. Ich bin die, nach der ihr gesucht habt. Wir sind nach dieser Pause gleich wieder für euch da. Wundervoll wie immer, Max. Danke, Charlie. Kann ich etwas Wasser haben? Du musst nicht mal fragen. Ich heb dir immer was von dem guten Zeug auf. Du bist so süß, Charlie. Danke. Okay, in der nächsten Folge werden wir die Lagerhäuser hier räumen. Und mal mit der Sängerin labern, mit dieser Magnolia, oder wie die heißt. Und im Hinterzimmer mal nach dem anderen Typ schauen. Bis dann!